hier ist mein kleiner Spatz. Ja, der ist mittlerweile schon 3,5 Monate alt. Ja, und ihr seht es, riesig ist der schon. Ja, lachen kann er viel, ne? Wenn er möchte, wenn der Kleine möchte. Scherze schon mit der Kamera, der. So, ich versuche jetzt mal mein Video zu drehen mit dir hier nebenbei. Okay? Ja, Kleine, wir versuchen das mal. Wenn das geht, ist gut. Wenn nicht, dann müssen wir einen anderen Termin suchen. Und dann machen wir mal. Ja, getrommelt werden soll jetzt hier auch noch. Gut, also wir wollen heute, und ich will mich mal zurückmelden. Bin heute mit beiden Kindern alleine. Es ist einiges anders gelaufen als geplant in letzter Zeit. Und leider aus einem traurigen Grund melde ich mich. Was heißt traurig, aber aus einer Erkenntnis heraus wieder. Viele Leute reden über Stress, über negativen Stress. Der kann erst noch euphorisch und positiv sein, aber wenn es zu viel wird, dann endet er einfach negativ. Und ihr wisst ja, oder wisst auch nicht, je nachdem, ob ihr meine Videos geschaut habt, ich war dabei, mich selbstständig wieder zu machen, da mein Mann ja eigentlich in Elternzeit ist, noch ein anderes Thema. Und ja, musste natürlich eben gucken zwischen Essen machen, Haushalt, auch wenn mein Mann mir geholfen hat, zwischen Stillen und mich um meine Kinder auch noch kümmern, um mich selbst auch nicht zu vergessen, Zeit zu finden, etwas aufzubauen. Und ich habe mal wieder gemerkt, dass es ganz, ganz schwierig ist einfach mit Kindern. Nicht die Kinder sind schwierig, sondern einfach die Zeit dann zu finden, weil von zu Hause zu arbeiten ist zwar eigentlich toll, aber man findet teilweise keine Zeit. Und ja, ich habe mir so einen Stress gemacht, dass ich einfach auch schnell gegessen habe, Schrott gegessen habe, einfach nicht mehr drauf geachtet habe, zwar registriert habe, aber einfach nicht mehr anders konnte. Einfach dachte, ich brauche jetzt ne, zwischen Stillen und Denken und das kostet alles Energie. Und die Seele will irgendwie auch noch befriedigt werden. Brauche ich irgendwie was und habe eigentlich gar keine Zeit zum Essen. Dann ging das tuk, 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 tuk. Ne? Und da bleiben nicht viel Nährstoffe übrig, die der Körper da verwerten kann. Dann geht das eigentlich fast so raus. Ich habe wahrscheinlich auch jetzt nicht auf mein Eisen geachtet und so. Und das Resultat ist einfach, dass ich total mit den Nerven total runter war, dass ich wegen jeder Kleinigkeit eigentlich weinen oder explodieren hätte können. Und ja, dass ich auch tierischen Streit mit meinem Mann hatte, aus verschiedenen Gründen eben. Er hält das einfach so in der Elternzeit nicht aus. Wir mussten ja nicht abbrechen, aber er wollte ja eigentlich ein paar Stunden in Teilzeit arbeiten, aber daraus sind jetzt ein paar mehr Stunden geworden, weil er einfach aus Geldsorgen heraus, und er hat nicht ganz Unrecht, natürlich, mein Geschäft ist alles noch im Aufbau und kostet eher Geld erstmal, Geld und Zeit zu investieren, als dass es erstmal was abgibt. Und nur das eine schließt das andere aus. Wenn er mehr weg ist bei der Arbeit, damit das Geld für uns stimmt, dann ist er nicht da, um mir die Kinder auch mal abzunehmen, damit ich in Ruhe arbeiten kann. Und so haben wir eben so halb alles angeleiert. Es sollte dann bald online gehen, der Shop. Und dann ist alles zusammengebrochen. Und wir haben uns auch total gezofft und sind uns auch mit Ernährungssachen noch nicht ganz einig. Und wir nähern uns so immer wieder an, aber es ist immer ein tierisches Problem. Und das ist jetzt mal Dampf ablassen. Und eigentlich der Grund, wo ich jetzt das gemerkt habe, dass es so nicht weitergeht, ist einfach, dass meine Gesundheit leidet. Ich habe ganz tierischen Haarausfall, nicht immer an einer Stelle, aber überall. Und ich hatte das damals schon mal vor vielen Jahren, bevor ich mit meiner Tochter schwanger war. Und da hat irgendwas nicht gestimmt. Ich dachte, es sind nur die Hormone, aber es wird wahrscheinlich irgendwas, Nährstoffe oder Stress oder alles zusammen sein. Und wo ich wieder diese büschelweise von der Bürste rausmache, ja wirklich büschelweise, und dann beim Duschen wirklich, beim Haarewaschen wirklich wieder diese ganzen Haare in den Händen habe, habe ich gedacht, nee, so geht es nicht weiter. Das hattest du schon mal und ich muss wieder raus hier. Die erste Notbremse, die ich gemacht habe, habe ich gesagt, okay,
ich muss wieder in Ruhe essen, ich muss Gutes essen. Und habe als erstes Moringa wieder eingenommen, jetzt seit 2 Tagen. Und es geht mir schon etwas besser. Ja, dass ich auch einfach ein bisschen mehr Kraft wieder habe, weil ich komme auch morgens einfach nicht aus dem Bett. Ich tue es zwar, aber meine Kinder müssen versorgt werden und gestillt und Essen bereitet werden. Aber es ist sehr, sehr schwer. Und seit ich meine Brustentzündung hatte, muss ich in der Nacht ja auch 1-2 Mal aufstehen, um den Kleinen zu stillen oder wach werden, um ihn zu stillen. Weil er wird so 7-8 Stunden durchschlafen, ist super toll. Aber das können meine Brüste, die Angst vor einer neuen Entzündung ist einfach zu groß. Gut, das nur mal am Rande, dass ihr wisst, bei uns stand alles Kopf und schief und wie auch immer. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Notbremse gezogen. Es wird jetzt alles in einem gemäßigteren Tempo gehen, auch wenn wir Zeit verlieren. Es ist so, weil wir leben ja auch alle und nichts in der Welt ist es wert, dass man seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Nichts. Kein Geld und kein Erfolg. Also, das Wichtigste ist die Gesundheit und dann hängt natürlich die Ernährung ganz, ganz stark mit zusammen. Und es ist wichtig, dass man sich Zeit zum Essen nimmt, dass man sich Zeit für eine Zubereitung nimmt, für gutes Essen. Und ja, so viel erstmal dazu. Also Erkenntnis durch ganz unten gelandet zu sein. Aber so ist es im Leben häufig. Man kriegt die Erkenntnis nicht einfach so geschenkt. Kriegt man nur, wenn man wirklich ganz down irgendwo drin ist und dann denkt man darüber nach, also ich, bei mir ist es jedenfalls so, und dann auf einmal macht das Klick und sagt, nee, so geht's nicht weiter, du musst was ändern. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal in den Strudel da reingerate, aber ich weiß, ich muss da auf jeden Fall raus. Ja, der kleine Tonti hat sich hin rum. Ja, und überhaupt ist es eine Freude, heute mal hier das kleine Video zu drehen, obwohl meine Kinder jetzt alle hier im Raum sind. Und ja, das erfreut mich natürlich mit Glück, dass ich ein Kerl mehr Zeit für mich habe, obwohl alle dabei sind. Das ist richtig toll. So ist es natürlich nicht immer und ich muss mich jetzt auch ein bisschen umstellen, wie ich das trotz 2 Kinder zu Hause und Mann doch relativ selten wieder zu Hause, wie ich das alles hinbekomme, dass ich mir trotzdem auch ein Business aufbaue, weil euch das ja schon mal gesagt, nur Mutter sein, das ist toll, das ist wunderschön, ich möchte es nicht missen, aber ich brauche so ein klein bisschen was anderes noch, was mich im Kopf her auch so ein bisschen fordert. Und, aber es darf eben nicht im Stress ausarten, das darf nicht sein und ihr werdet bald wieder ordentlich von mir hören. Verschiedene Videos zu verschiedenen Themen. Ja, war eine lange Pause. Ich kam einfach überhaupt nicht mehr dazu. Zu dir komme ich auch gleich, kleiner Mann. Ja. Ja, der hat auch schon ordentlich Fortschritte gemacht und ist so gewachsen. Die Zeit rennt, Leute, die Zeit. Man muss wirklich jeden Moment seines Lebens genießen, weil die Zeit rennt so schnell davon und bald ist es schon das nächste Kind. Gehen. Ja, noch nicht ganz, aber ja, wie gesagt, so schon bald 4 Monate. 3,5 ist er jetzt. Ja. Gut, also bis bald und euch und mir ein stressfreies Leben. Okay, tschüss.